das Heizkraftwerk der Stadtwerke Rosenheim. Hier arbeiten drei Flusswärmepumpen. Sie leiten Wasser aus dem Mühlbach, das zur Wärmegewinnung dient. Dabei kühlen sie das Wasser ab. Die Wärme wird ins Fernwärmenetz der Stadtwerke eingespeist. Die Pumpen tragen etwa 10% zur Rosenheimer Fernwärmeversorgung bei. Eine Technik, die auch andere Gemeinden nutzen sollten? Die Forschungsstelle für Energiewirtschaft hat ausgerechnet, für wie viele bayerische Gemeinden eine Flusswärmepumpe sinnvoll wäre. Bei einer Abkühlung von 1,5 Grad von den großen Flüssen in Bayern können tatsächlich bis zu 20% der Gemeinden einen Großteil ihres Wärmebedarfs über Flüsse decken. Je nachdem, wie stark die Flüsse abgekühlt werden, könnte sogar der komplette Wärmebedarf für alle Gebäude in Bayern gedeckt werden, so die Studie. Wir waren erstaunt, wie groß das Potenzial ist, das man letztendlich aus den Flüssen für die Wärmewende heben kann. Es ist natürlich ein theoretisches Potenzial zunächst, aber jetzt geht es darum, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Die Praxis in Rosenheim zeigt, die Flusswärmepumpen machen vor allem im Energieerzeugungsmix und in Zeiten von billigem Strom Sinn. Wenn das Angebot sehr hoch ist vom Strom und der Preis entsprechend niedrig, lieben wir diese Anlage, weil sie den preiswerten Strom aufnehmen kann, verarbeiten kann, der muss nicht abgeregelt werden. Nach der Pumpe ist der Mühlbach ein knappes halbes Grad kühler. In Zeiten des Klimawandels wohl auch kein ökologisches Problem.